Moin und willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal Schwungvoll. Und im Hintergrund seht ihr den ID Extreme, eine Weltpremiere hier in Locarno. Das Fahrzeug ist nicht nur hoch, das Fahrzeug ist auch stark. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann sofort nach dem Intro. So, wie sagt man so schön, von den Machern des IDX, der übrigens da hinten steht, ne? Hier der neueste Geniestreich, das ist ein umgebauter ID4, der genau das Gegenteil ist vom IDX Side, der ist tatsächlich sogar höher gelegt, wie ihr hier seht, hat dann auch natürlich Grobstollenbereifung drauf und einen ganz geilen Lack, also der ist nicht dreckig, der sieht nur dreckig aus. Ja, was lässt man sich hier noch sagen? Bullenfänger sind wieder in, also der ist tatsächlich komplett auf Offroad getrimmt und auch oben auf dem Dach seht ihr, damit könnt ihr die ganze Nacht durchfluten und durch den finnischen Winter fahren, wenn ihr wollt. Zum Lack, und das ist wirklich Lack, in mehrfachen Schichten drauf lackiert, also keine Folierung, wie es bei mir ist, sondern tatsächlich alles im Blech lackiert, mega aufwendig. Oben dazu noch die Traverse mit dem Träger hier oben drauf. Ansonsten sieht rein optisch natürlich immer noch so ein bisschen nach ID4 aus, aber der hat es natürlich faustdick hinter den Ohren. Es ist mal eben das leistungsstärkste ID-Modell derzeitig auf dem Markt. Wir sprechen hier von 387 PS, abgeregelt bei 180 km/h, schafft er dann mal eben, und das gucke ich mal eben für euch, die 0 auf 100 in tatsächlich 5,3 Sekunden. Also 5,3 Sekunden. Der IDX hat ja nochmal eine Leistungssteigerung bekommen, der ist auf 4,2 Sekunden auf 100, aber für so ein Monster hier, 5,3 Sekunden, ist natürlich auch schon mal eine Ansage, oder? Ihr hört ihn ein bisschen pusten, wir waren eben noch unterwegs mit dem Wagen. Aber was ich euch zeigen will, ist unter dem Kennzeichen hier, das ist tatsächlich richtig massiver Unterfahrschutz in 3-4 mm Aluminium. Also das ist dir keine Show hier. Also das ist ein richtig heftiger Unterfahrschutz. Und, das will ich euch mal eben zeigen, den haben wir nämlich auf der anderen Seite auch, sprich hinten am Heck. Auch hier. Also das ist richtig massiv. Ihr hört das. Da haben die Jungs natürlich sich nicht lumpen lassen und dementsprechend auch schön investiert. Also das ganze Fahrzeug bringt dann natürlich auch einiges auf die Waage. Ich meine plus 300 Kilo waren es, aber nicht drauf festnageln. Kommen wir mal zum Innenraum und ja, oben seht ihr die Warmstruktur, die über dem Glasdach ist. Das habe ich euch eben von der anderen Seite gezeigt, dieser Dachgepäckträger. Ansonsten natürlich die Sitze, schön alles hier in Alcantara bezogen. Hier der Schriftzug ID Extreme, das ist der Name des Fahrzeuges. Und ja, drinnen hat man alles so ein bisschen in diesen Kontrastfarben gemacht, mit diesem leicht goldenen Ton. Auch übrigens in der Lenkradspange hier hat man das dann, sieht auch sehr, sehr, sehr schick aus. Und was ich natürlich immer schön cool finde, ist, man macht sich ja so ein bisschen auch, dann verewigt man sich selbst bei solchen Projekten. Und das seht ihr dann hier im Dach. Könnt ihr das lesen? Made with passion and friends. Ja, das war auch schon das Motto beim IDX. Die Jungs haben da richtig Spaß dran, solche Fahrzeuge zu bauen. Und ja, ich finde auch das Fahrzeug wieder sehr, sehr, sehr gelungen. Im Innenraum sonst natürlich feinstes Alcantara, in den Türverkleidungen finden wir es auch nochmal wieder. Auf dem Armaturenbrett hier auf der Tafel ist natürlich auch Alcantara. Und hinten hinter uns, da die Rücksitzbank, ist komplett im ID Extreme Look. Ja, so ein etwas kleinerer Mensch wie ich, der sich dann hier einfach in den ID Extreme setzt und mit 1,75 dann hier sich auf der wirklich sehr, sehr komfortablen Rücksitzbank es gemütlich macht. Ich zeige euch das hier nochmal, hier mit den gestickten Sachen, richtig cool. Der kommt tatsächlich bei einer Höherlegung von 3 cm, 30 mm nicht mehr mit den Füßen auf den Boden. Also da, hier in dieses Auto steigt man tatsächlich auf. Also das mag vielleicht ein Konzept auch für zukünftige Fahrzeuge sein, denn
einem SUV kommt so ein Fahrzeug natürlich viel, viel näher als ein serienmäßiger ID.4, der oder ID.5 in einem tiefer gelegten Zustand schon fast aussieht wie ein Kombi. Die Idee, die hat man hier natürlich nicht und könnte doch tatsächlich für den einen oder anderen auch interessant sein, der mit dem Fahrzeug dann wirklich Offroad gehen möchte. Übrigens, wo ich jetzt gerade aus dem Auto hier hinten rausgeplumpst bin, hier sieht man ganz gut, wie der ganze Wagen gut in die Breite geht. Das ist nämlich die Seitenverkleidung hier, die man hier sehr, sehr, sehr gut sieht. Und ja, das ganze Fahrzeug ist ungefähr 4 bis 5 cm breiter hier hinten an der Stelle, um natürlich die Reifen dementsprechend hier auch abzudecken. Ne? Ah, schon geil, schon geil. Also vom Konzept her richtig cool. So, das nur meine kleine Kurzvorstellung hier zum ID Extreme. Mich würde jetzt mal interessieren, schreibt es gerne in die Kommentare, wie euch das Konzeptfahrzeug hier gefällt. Weltpremiere hier in Locarno beim ID-Treffen. Und wenn ihr selber mal solche Fahrzeuge live erleben wollt, dann seid dabei nächstes Jahr wieder ID-Treffen. Und ich wette, da gibt es auch wieder das ein oder andere Schmankerl zu sehen. Das war mein Video zum ID Extreme. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Daumen hoch, Daumen runter und dann ab in die Kommentare. Also, bis zum nächsten Video hier und boah, ihr wisst, ein Abo ist immer kostenlos und niemals umsonst. Ciao.